Bam! Einen riesigen Schlag. Und ich denke, Gott, kann ich sagen, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Wir sind beide sofort raus. Unser Auffahrunfall liegt nun einige Tage zurück. Also wenn ich sage einige, meine ich einige. Es war von der Situation her so, dass wir uns überlegt haben, ob das überhaupt etwas zum Veröffentlichen ist, ob es Sinn macht. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, ja, es macht Sinn. Das wird dann auch noch im Laufe dieses Videos kommen, warum wir uns entschieden haben, es nochmal zu erzählen, den ganzen Hergang in unserem Video. Manch einer kann wahrscheinlich jetzt auch verstehen, das heißt auch, kann verstehen, dass wir währenddessen, als die Polizei da war und als alles frisch passiert ist, keine Videos gedreht haben. Also ich bin da recht scheu, irgendwas zu filmen oder zu fotografieren, wenn es um sowas geht, wie zum Beispiel einen Unfall. Also ich würde nicht filmen, wenn jetzt jemand anders einen Unfall hat. Aber das ist die andere Geschichte mit Gaffern und Schaulustigen. Und hier war es einfach die Scheu, die Polizei bei der Arbeit zu filmen. Ich habe mich getraut, Fotos zu machen. Mir war es auch wichtig, ein paar Bilder zu haben. Einfach aus dem Grund, weil man ja nicht weiß, wie sich die ganze Geschichte entwickelt, versicherungstechnisch. Und es ist ja auch oft so, man ist in diesem Moment ja schon gestresst. Vielleicht ist manch einer auch unter einem kleinen Schock, wenn es dann rumst oder wenn ein Unfall passiert. Und hinterher kann man auf Bildern nochmal ganz anders Dinge erkennen, als in dem Moment, wo man aufgeregt ist und wo alles passiert. Und jetzt wollen wir euch eben mitnehmen und schildern, wie es uns ergangen ist. Schönen Platz hier am Hafen gefunden und hatten eine angenehme Nacht. Der Ayachi gähnt noch. Obwohl schon nachmittags bald ist. Wir waren unterwegs auf einer Nebenstraße von der N222. Ja. Und dann, wie ist es alles passiert? Also jetzt haben wir mal das Wo geklärt und jetzt das Wie. Ja, es geht ja um diesen Unfall, den wir da hatten. Und muss ich vorstellen, also wir haben diese schönste Straße der Welt verlassen, um ein Stückchen mehr an dem Fluss zu kommen, also an den Douro. Und dann sind wir auf einer schmalen, wie auf die ganze Zeit schon, auf einer schmalen Gebirgsstraße gefahren. Und dann, also die war nicht befahren, kein Verkehr, null, nada. Und dann bleiben wir stehen, weil da war schon eine schöne Szene, die wollte fotografieren, bleiben wir stehen.
Was schon mal der erste Fehler ist, dass man also auf einer Straße stehen bleibt, um zu fotografieren. Das machen wir schon seit Jahren, aber geht halt irgendwann mal ins Auge. Ich bleibe stehen, um zu fotografieren und der Motor ist gelaufen und sehe in der Rückfahrkamera, dass alles gut ist. Die ist jetzt gerade aus, weil der Motor aus ist. Und und schaue nach hinten, also alles leer. Und dann denke ich, okay, dann fahre ich ein Stück zurück, weil da war noch eine bessere Möglichkeit, was zu sehen. Und schaue in die Rückfahrkamera, lege den Rückwärtsgang ein und fahre ganz langsam einen Meter zurück vielleicht. Ja. Ah, total langsam. Ganz langsam. Und dann tut es BAM! Einen riesen Schlag. Und ich denke, Gott, kann nicht sein, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Und wir sind beide sofort raus. Beide sofort raus aus dem Auto und denken, Gott, mein, was ist denn sind da los und so, Adrenalin bis darauf und denke, jetzt ist was Furchtbares, ist uns irgendjemand reingeballert oder so. Dann schaue ich hin, da war der BMW und der ist uns tatsächlich reingeballert und der Punkt war, ja, ich habe den nicht gesehen, der war nicht da. Er war einfach nicht da und jetzt kommt zur Erklärung, das können wir dann ja auch später noch zeigen. Wenn du, also bei uns ist es so, wenn wir fahren, weil du kannst ja nicht immer alles zurücksehen beim LKW, hast du eine Rückfahrkamera und dann siehst du in der Kamera alles, was hinter dir abläuft und wenn man rückwärts fährt und die Kamera geht aber, ist weiter weg und wenn man rückwärts fährt, dann geht die Kamera, dann sieht man genau das Ende vom Auto. Also dann, wenn man Rückwärtsgang einlegt, sieht man genau das Ende vom Auto, vorher nicht, da ist ein Abstand da. Also ein toter Winkel, mehr oder weniger. Und dann, wenn man den Rückwärtsgang einlegt, dann dauert es ungefähr 2 Sekunden, bis die Kamera umschaltet, um das zu sehen, was hinten, also was direkt hinterm Auto ist. Und ich habe anscheinend nicht gewartet, bis die Kamera wirklich umgeschaltet hat und habe den Typen, der hinter uns stand, nicht gesehen. So, jetzt kann man sagen, wer ist da schuld? Klar, ich bin schuld, weil ich ein Stück zurückgerollt bin, aber unter anderem haben wir jetzt auch ein bisschen recherchiert. Es könnte durchaus auch sein, dass der uns reingefahren ist, weil es hat so einen Riesenschlag getan, dass das nicht mit dem bisschen Zurückrollen passieren kann. Das ist völlig unmöglich. Ich glaube auch, das ist bei uns nachgereift, ne? Weil wir waren ja erst so erschrocken. Der Schock ein bisschen, ja. Ja, und wir haben erst an dem Abend, wie wir dann für uns dann in Ruhe alles Revue haben passieren lassen, gesagt, Mensch, der muss angefahren sein oder reingerauscht sein. Das war nicht nur uns ein bisschen zurücksetzen. Nee, ist was unmöglich. Und wir gehen davon aus, dass der halt in einem Moment, wo ich nicht das zurück in die Kamera geguckt habe, in den toten Winkel hineingefahren ist vom Auto. Weil das Auto war ja auf Parkstation gestanden. Das heißt, dass ich sehe bloß weit zurück, also nicht direkt in dem Auto. Da ist das Parken und dann kann man, also wenn das dran ist, dann kann man also, das zeigen wir aber dann noch einmal, dann machen wir noch mal ein Beispiel, dann kann man weit zurücksehen, aber nicht direkt in das Auto, wie erklärt. Und dann muss der wahrscheinlich daran gefahren sein und dann, wenn ich zurückgefahren bin, dann ist es eben passiert. So, dann sind wir raus und dann waren die halt auch erschrocken und ja, und dann haben die gesagt, ja, Polizei, ich sag mal, Polizei, was wir machen, bist du in Portugal im Ausland, sprichst kein Portugiesisch. Dann kam die Polizei, also das hat dann vielleicht 20 Minuten gedauert, mitten ins Gebirge, da kam dann tatsächlich die Polizei mit so einem alten Allradfahrzeug, kam hinterher an, 2 Polizisten, natürlich bewaffnet und wie es halt Polizisten sind in Europa, außer in England. Und ja, und die waren aber recht freundlich, haben aber alles vermessen, wir haben gar nicht gewusst, warum die alles vermessen und so. Und dann haben die gesagt, was passiert ist, und haben wir das erklärt und haben somit natürlich die Schuld komplett auf uns genommen. Wir konnten nicht viel erklären, weil die haben kein Englisch gesprochen. Die haben kein Englisch gesprochen und dann mussten wir halt auch die Papiere unterzeichnen. Und dann, ja, jetzt geht es halt auch darum, dann haben die gesagt, ja, Fahrzeugschein, dann Versicherungspapiere, wann ist der TÜV abgelaufen oder hast du noch TÜV und so weiter. Dann kommt es also ganz wichtig, dass man halt die Papiere griffbereit hat. Führerschein, ja, also dann habe ich gesagt, wo ist mein Führerschein? Ah, der Führerschein ist ein Portemonnaie. Fahrzeugschein habe ich da oben drin, Fahrzeugschein, okay. Und die Versicherungspapiere, wo waren denn die jetzt, die Versicherungspapiere? Brauchst du dringendst, unbedingt. Weil sonst ist das Auto ja nicht versichert offiziell, also sie müssen sehen, dass das Auto versichert ist. Und dann muss man also in so einer Schocksituation alles beieinander haben. Und deswegen auch gleich den Rat an dich. Ich meine, sorry, ich möchte da nicht belehrend sein, in keiner Weise, das möchte ich nie. Es geht mir nur darum, nur Erfahrungen mitzugeben. Ja? Weil
man lernt daraus. Also ich lerne ja auch ständig aus Erfahrungen von anderen Menschen und von den Dingen, die ich lese. Und wichtig ist halt auch zuzuhören, zu erzählen und zuzuhören. Das ist immer so eine gute Kombination. Naja, auf jeden Fall haben wir dann die ganzen Papiere Gott sei Dank gehabt. Und ja, und jetzt weiß ich auch genau, wo sie sind beim nächsten Mal. Also exakt, wo sie sind, Eingriff, bam, Papiere, da sind sie. Hat man normalerweise. Naja, aber ich habe schon, glaube ich, seit 30 Jahren keinen Unfall mehr gehabt. Und naja, wie auch immer, dann haben wir die Papiere ausgefüllt und dann haben wir am Schluss noch ein Selfie gemacht. Dann war der Versicherungsvertreter noch irgendwie da bei den anderen, von den anderen Autos. Das andere Auto war ganz schön demoliert, der BMW, weil das ja nichts taugt. Also das ist ja bloß wie Packmaschine, nichts sofort zusammen. An unserem Auto ist relativ wenig passiert. Na? Und jetzt muss ich letztendlich noch sagen, also wie gesagt, ich habe mir dann noch ein Selfie gemacht mit den Polizisten, alles gut. Jetzt werden wir von der Versicherung hochgestuft. Ich bin mir aber mittlerweile ganz, ganz sicher, dass das auf jeden Fall, wenn, dann eine Teilschuld war. Und jetzt haben wir halt auch viele Stimmen gehört und gesagt, bist du dir wirklich sicher, dass die da nicht absichtlich reingefahren sind? Das glauben wir jetzt aber nicht. Ja, haben wir halt mehrere Stimmen jetzt gehört, weil solche Fälle passieren ja immer wieder mal im Ausland, vielleicht weiß nicht, wahrscheinlich auch in Deutschland, keine Ahnung, dass einem jemand absichtlich reinfährt in einer eigenartigen Situation, um halt auch was abzurufen. Muss dazu sagen, dass der BMW, der uns reingefahren ist, links und rechts komplett verkratzt war. Also der war schon, entweder war der Fahrer, hat er viel Pech gehabt in seinem Leben, oder unglücklicher Fahrerin in dem Fall, wie auch immer. Naja, lukrativ war es vielleicht für die, wenn man sich von der Seite betrachtet. Es war super lukrativ und ich muss dazu sagen, für uns ein Schock, weil wir waren in einer schönen Situation, tolles Ambiente und sind damit an unserem Auto gegrüßt. Wir wussten, dass es eine heikle Strecke ist. Ja. Das war uns vollkommen klar, das ist eine Risikostrecke mit unserem Auto. Ja. 7 Tonnen, da sind wir teilweise auf einen Zentimeter, habt ihr ja gesehen dann in den Videos vorher, vorbeigefahren, oben und unten. Und manchmal ist es ja so, dass die Balkone oder Schilder in die Straße oben reinreichen. Das heißt, du kommst unten vorbei und plötzlich bam, knallst dann oben rein. Also musst da mit dem Alkoven aufpassen, mit dem Fahrzeug, was jetzt bei uns über 3 Meter hoch ist, tierisch aufpassen. Alles gut. Und dann mache ich so einen Fehler. Ja, einen Fehler in Anführungsstrichen. Ich werde nie mehr rückwärts fahren, ohne die 2 Sekunden zu warten, um wirklich genau zu sehen. Und letztendlich sind wir uns sicher in dieser, dass wir waren erstmal happy, dass uns nichts passiert ist, dass denen nichts passiert ist. Das ist schon mal, es war nur Blechschaden, das war super. Und wir sind uns sicher, dass das uns vor Schlimmeren bewahrt hat. Jetzt gehen wir mal davon aus, wenn wir nach Afrika kommen, nach Nordafrika erstmal, das Auto ist immer irgend so ein Zier, die Leute kommen dahin, gucken sich die Karte an und so. Und das ist schon, hat so einen gewissen Sympathiewert, stellen wir fest, was ja schön ist. Aber dann stehen die Leute auch außen rum ums Auto. Und dann sagt man, hey, aus irgendeinem Grund will man zurückfahren und dann steht da hinten irgendwas, irgendjemand. Ja, oder Fahrrad oder egal was. Also wir wollen es gar nicht beim Namen nennen. Du merkst es nicht einmal, wenn du drüber fährst. Das merkst du nicht. Also wenn das was ist, was nicht aus Metall ist. Naja, also insofern, klar, man muss tierisch aufpassen, am besten mit Einweiser fahren. Wir haben ja hier die Walkie-Talkies, mit denen wir arbeiten, ne? Fast immer arbeiten und dann aussteigen und dann halt mit, dass die Tanja und ich dann uns unterhalten. Die Tanja weist mich ein, ich fahre zurück oder andersrum. Tanja fährt ja genauso. Ich fahre zwar jetzt die kritischeren Sachen dann oftmals, warum auch immer, fahre ich halt. Tanja fühlt sich da nicht so ganz wohl bei den ganz engen Geschichten, aber das ist alles okay. Ist alles bloß eine Übungssache letztendlich. Und ich fahre es gern, muss ich dazu sagen. Also die Walkie-Talkies sind eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wenn du also keine Walkie-Talkies hast, fährst du ein größeres Fahrzeug, Wohnmobil, ist das fürs Einweisen, egal welche Marke, da gibt es also unterschiedliche Qualitäten natürlich, eine feine Sache. Also Walkie-Talkies nutzen, am besten rückwärtsfahren mit Einweiser und wenn rückwärtsfahren, dann mit der Rückfahrkamera und warten, bis die Rückfahrkamera von schwarz auf zurück guckt. Dann ist man schon auf der sichereren Seite, weil man, wie bei uns in unserem Fall, nie weiß, was da plötzlich andonnert in der Bam, plötzlich da. Wie ein Wunder war das da. Gut, Fazit. Gut ausgegangen. Wir haben daraus gelernt. Wir sind von Schlimmeren bewahrt worden, ganz bestimmt. Und ja, und jetzt machen wir mal den Test, oder? Jetzt gehe ich mal raus, ziehe eine bunte Mütze an und dann schauen wir mal, wie weit man es einziehen kann auf die Meter. Ja, das machen wir mal. Die Rückfahrt. Machen wir übrigens das erste Mal den Test. Ja, also wir haben genau wissen, wie weit jemand im toten Winkel stehen kann. Also das ist ein Kalttest jetzt. Wir haben das nicht vorher angeguckt, sondern der Dennis hat jetzt einfach die Meterzahl hingeschrieben
Und ich gehe jetzt da mal raus und wir schauen uns das in der Rückfahrkamera an. Kannst du mich sehen? Also jetzt sehe ich dich, ich habe dich jetzt in der Rückfahrkamera und du bist jetzt auf 8 Meter. Jetzt gehst du bitte mal auf 7 Meter. Auf 7 Meter. Gut, jetzt sieht man schon deine Füße nicht mehr gescheit, aber ein bisschen noch. Jetzt, klar, jetzt gehen wir auf 6. 6 Meter. 5. 5 Meter. Da sieht man bloß deine Hälfte des Körpers. Das heißt also, wenn da jetzt was Flaches ist, sieht man dich schon nimmer. Jetzt gehen wir auf 4. 4 Meter. Da sieht man bloß deinen Kopf. Du bist ungefähr 1,76 oder 1,76 groß. Das heißt also, ein flaches Fahrzeug würde ich jetzt mal nicht mehr sehen, wenn das 4 Meter lang ist. Dann wäre es schon im toten Winkel. Jetzt gehen wir auf 3. 3 Meter. Da bei 3 Meter bist du komplett weg. Also Motorradfahrer sehe ich nicht mehr. Okay, jetzt gehen wir bitte mal auf 2 Meter und ich schalte mal den Rückwärtsgang an. Jetzt hat man genau die 2 Sekunden Umschaltphase. Und ich zeige das jetzt nochmal. Ich tue mal wieder in den ersten Gang rein, also in den ersten Gang rein, also auf Drive zumindest, dann verschwindest du wieder mal. Sekunde mal. Da haben jetzt die da waren jetzt 2 Sekunden, warst jetzt weg. Und jetzt bist du komplett schwarz und jetzt bist du komplett weg. Ich gehe jetzt nochmal auf Rückwärtsgang. 2 Sekunden dauert es, bam, dann bist du wieder zu sehen. Also das ist eindeutig, ja. Da liegt einfach eine große Gefahr. Okay, wir haben es, Tanja. Neues gezeigt zu haben. Das würde nämlich bedeuten, dass ihr schon das alles wisst und sicher unterwegs seid. Falls wir euch was Neues gezeigt haben, wünschen wir euch, das anzuwenden und sicher auf Reisen zu sein und auf euren Touren. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ach ja, lasst uns gerne einen Thumbs up da und klickt euch gerne ein. Wir senden euch herzliche Grüße. Bis zum nächsten Video. Wir freuen uns drauf. Ciao. Tschüss.